Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zum gemeinsamen Yoga, zum gemeinsamen Praktizieren, zu sich zu kommen, uns zu sammeln, Sinn von außen zurückzuziehen, in die Wahrnehmung vom Körper, in die Wahrnehmung von unserem Atem und überhaupt in die Wahrnehmung von uns in dem Augenblick, wo wir jetzt gerade sind, in unserem Leben. Und ich hoffe, du hast einen guten Tag gehabt, hast die Sonne auch ein bisschen geniessen können. Und wir werden heute anfangen mit der Meditation. Und ich merke gerade, wenn ich draußen bin, wie wichtig die Natur als Quelle ist, wie wichtig Natur als Inspiration ist, als Regeneration ist, eines mehr. Und ich möchte mit euch heute die Meditation entsprechend mit der Mutter Erde, mit der Gaia gerne teilen. Gut. Wir fangen an, nehmen die bürdige und bequeme Sitzposition ein. Für dich, vielleicht musst du noch ein bisschen dich bewegen. Wie dass es dir bequem ist, die Hände möchte ich gerne, dass wir dir jetzt am Anfang mal aufs Herz legen, die Augen dürfen sich schließen und wir gehen ohne zu zögern, gehen wir zu uns und nehmen den Atem als Brücke in unseren Körper. Versuch mal, den Atem wahrzunehmen. Das grosse Geheimnis, das einfach passiert. Augenblick zu Augenblick. Und tu doch gerade am Anfang liebevoll zu deiner Brust, in deinen Brustraum schnaufen. Aber es ist ein feines Atmen Richtung Brustbereich. Und heisst der Atem, das Prana, willkommen in deinem Herz. Lass es ein wie einen guten, alten Freund, du die Türen aufmachst in deinem Herz. Und freudig reinlässt. Und lass mit dem Atem den Vorderteil von deinem Brustbereich berühren. Lass dich aber auch den hinteren Teil im Schulterbereich berühren vom Atem. Merk das. Du nicht nur eine Freundin lässt, sondern dir selber den Raum öffnest zu dir. Und dich selber genauso begrüßest jetzt hier wie den Atem. Lebendigkeit und Prana. Und umso mehr wir offen sind im Herzen, umso mehr kann sich die Lebendigkeit auch entfalten. Das ist etwas ganz Schönes und das findet hier schon. Wenn du Gedanken hast vom Alltag, dann lass sie einfach aus, atme, übergib sie dem grossen Herz, das dir innen wohnt.
gehen wir runter mit den Händen auf den Solarplexus, auf die innere Feuerstelle. Das Verdauungsfeuer, aber eben auch das Feuer der Verwandlung. Das Unbewusste ins Bewusste befördert. Versuch den Bauch hier oben schön weich werden lassen. Dann legen wir entweder die Hände flach auf den Bauch oder wir machen mit den Händen Yoni Mudra. Das Yoni Mudra geht so. Die Daumen berühren sich, Zeigefinger und alle anderen Finger sind gegen innen aufgefaltet und verschränken sich gegen oben. Und wir legen das Yoni Mudra schön auf. Unsere Gebärmutter ist die Mutter der Gebärmutter, dort raus, wo das Leben geboren wird. Und dort aber atmen wir jetzt viel, richtig in den Bauch, aber dass der Bauch sich löst, Platz schafft. Es ist eine feine Atmung, aber bewusst in den Schoß hinein. Merke auch da, dass es einen hinteren Bereich gibt, Richtung Kreuz. Merke jetzt, dass du sitzt auf der Mutter Erde. Dass der Schoss Platz hat, das ist dein würdiger Platz hier, jetzt gerade. Du mal die Atmung so atmen, dass du jetzt von der Erde unten, wie wenn du Wurzel hättest, einschnaufst, bis in deinen Bauch und wieder ausschnaufst in die Erde rein. Einschnaufst, bis in den Bauch. Ausschnaufst in die ganze Erdkraft, Verbundenheit, Urvertrauen. Und du darfst einfach dich ganz lang ansinken mit der Ausatmung in die Schoß von der Erde und in die eigene Schoß. Doppelter Boden. Legen wir die Hände nochmal aufs Herz. Atmet von der Mutter Erde ein, die Wirbelsäule raus bis ins Herz. Und atmet wieder raus, über die Wirbelsäule runter, Richtung Erde. Ganz sinken, lösen, geniessen. Atmet ihre Herzensqualität ein. Atmen Sie die Liebe, die Grosse. Das geliebt Sie.
Jetzt atmen wir über die ganze Wirbelsäule auf, bis über den Scheitel, in den Kosmos hineinatmen, in den leeren Raum über deinen Scheitel. Und wieder ausatmen, über den Scheitel, die Wirbelsäule herab zu der Mutter Erde. Verbindung Erde und Kosmos. Und beide Kräfte strömen durch uns. Es verwurzelt sie in die unendliche Weite, Grenzenlosigkeit. Dann sagen wir von beiden Kräften Polarität durch uns durch. Dann lassen wir die Atmung los, dann die Hände los und nehmen einfach einen Moment wahr. Ich bin ganz präsent, ich bin ganz in meiner Mitte. Steige fein auf und kannst die Hände auf Brust legen und dann einfach so ein bisschen nach oben bewegen, ein bisschen hin und her schaukeln, noch im Sitzen, musst noch gar nicht ganz da sein. Aber so ein bisschen, der obere Brustbereich bewegt sich links, rechts. Jetzt darf ich ein bisschen krosen. Dann langsam Bewegung entschleunigen und dann fangen wir im Liegen an, vom Rücken, kannst du dich auf den Rücken bewegen. Dich im Moment in Shavasana wahrnehmen. Atem auch wieder ankommen. Und dann stellen wir das rechte Bein auf, die Arme rechts und links vom Körper, Handflächen gegenüber. Und das linke Bein bringen wir gegen oben bringen. So gut es geht, so weit es geht. Dann das linke Bein wieder runter, nicht ganz am Boden. Ich kann einen geraden Nacken, schaue, dass das Knie ein bisschen zum Brustbein zieht. Und in deinem Atemtempo einatmen und das Bein rauf. Dann ist es ein bisschen die rückenschonende Variante, wenn wir das Bein ganz gestreckt haben. Versuche gemütlich zu machen, dass die Bewegung am Atem folgt und nicht umgekehrt.
Wenn wir das nächste Mal oben sind, können wir das linke Bein anfangen, im Kreis drehen. Versuchen, mit dem Körper sonst stabil am Boden zu sein. Wenn die Hüfte ein bisschen knackst, schau, dass du den Weg findest, was nicht so schlimm ist. Vielleicht die Bewegung ein bisschen kleiner machen, wenn es weh tut. Schau, dass du da schaffst. Dann können wir die Seiten wechseln. Gut, zurück im Moment, das Bein gestreckt haben, Fuß ist flex. Gerade lang. Jetzt gehen wir mit dem Bein gerade runter. Nicht ganz am Boden. Ziehen das rechte Bein, das jetzt am Boden war, einfach nicht zum Oberkörper. Ziehen das Bein her. Das linke bleibt immer noch über den Boden gestreckt. Das Knie wieder loslassen, gleich mal angewinkelt lassen, spüren. Und das linke Bein Boden senken, beide Beine aufstellen. Das rechte Bein streckt sich jetzt, das linke ist angewinkelt. Und von hier an, wenn man das rechte Bein gestreckt, den Atem auf und abbringen. In einem Moment eingestreckt lassen, Fußflex. Halt mit schönen Bauch runterbringen. Und das gestreckte Bein kreisen. Andere Seite. Gut, dann lassen wir das gestreckte Bein absinken, aber nicht ganz am Boden. Das rechte, das linke anwinkeln zum Körper ziehen mit beiden Händen. Fassen wir den Körper. Rechte Bein, flex den Fuß über den Boden. Jetzt nehmen wir das gewinkelte Bein los, sind so frei. Und dann beide Beine zu dir ziehen, Fußsohle fassen und das Nächste atmet ein. Bauch rein, einatmen, Moment halten und druckartig ausatmen. Ganz raus. Und dann wieder frei atmen. Die Beine ein bisschen schütteln, oben lösen. Sehr gut. Und drehen wir uns auf die rechte Seite. Der Kopf ist aufgestützt. Ich habe die Balance. Nehme das rechte linke Bein auf. Strecke das Fuß ist flex, wenn ihr seht. Bring es wieder runter. Auch da mit der Atmung einatmen. Jetzt sind wir immer noch schön in den Hüften
unterwegs hier. Geniessen. Ich kann auch, wenn man da oben ist, im Moment innehalten. Jetzt, wenn du oben bist, möchtest du mal oben bleiben, entweder ohne Hände, fassest du die Innenseite vom Oberschenkel oder du fassest den Zeigefinger vom Mittelfinger das Bein und ziehst es noch etwas näher zu dir her. So, wie es für dich geht. Das rechte Bein vorne ist auch gestreckt, das ist aktiv. Und die Atmung im Bauch spüren. Lösen. Jetzt geht das Bein aussehen. Ich komme hier mit den Armen auf meinen Unterarm, auf der rechten. Die linke Hand ist gerade drauf. Und ich komme, ihr seht hier, ich sehe es weg vom Boden. Und versuche auch hier die Muskeln hier auf der Seite zu stärken. Ich stehe auf dem linken Bein. Das rechte Bein ist ganz gestreckt, bin auf der Aussenseite vom rechten Fuß. Rechts auf dem Unterarm, der linke Arm ist gerade aufgestreckt. Blick ist gerade, wenn es den Nacken nicht zulässt, schaust du einfach an. Und lösen. Jetzt gehen wir von hier gerade auf den Bauch. Bauchposition. Moment, mit den Händen das Küssi machen. Grosse Zehen berühren sich, man spürt den Atem in den Bauchlauf. Beide Arme führen strecken. Der rechte Arm hebt sich, Blick geht führen, das linke Bein geht hin. Auch wieder mit dem Nacken schauen, sonst rutscht du einfach. Wir versuchen hier über den Arm die Klemme zu ziehen, also die Schulter ein bisschen rauszuziehen. Ausatmen, lösen. Ich gerade die andere Seite, rechts Bein, links an. Blick dort führen. Ausatmen, lösen. Zwischenatmen. Einatmen, beide Beine, beide Arme kommen rauf. Spreiz die Finger. Ausatmen, lösen. Kopf, Stirn auf die Matte, die Arme rechts und links neben dem Körper hinten, Handflächen gegen oben. Schiebe die Hände unter die Oberschenkel. Kopf aufs Knie stellen. Gehen die Ardha Shavasana. Halbe Heuschrecke, beide Beine kommen rauf. Die untere Rücken stärken, Kraft geben, Stabilität.
Ausatmen, lösen. Die Hände lösen. Füße geht auseinander. Atmen. Füße kommen hin zusammen. Wir kommen jetzt in die Sphinx. Das heisst, wir haben Schultern, Ellenbogen, eine Linie, Finger vorne gespreizt. Hinter die Füße sind zusammen, die Fersen sind zusammen. Die Schambein geht in die Matte hinein. Und ich komme aus dieser Position raus. Ich habe einen geraden Blick. Vorne noch zeigen. Ich schaue, dass ich mit den Armen nicht zu nahe bin, nicht zu weit auseinander. Dass ich Mittelfinger bis in die Schulter auf eine Linie habe und blicke gerade. Und in dieser Sphinx-Sinne versuche ich präsent zu sein. Jetzt nehmen wir den Kopf, drehen wir nach links. Und ganz achtsam. Nach rechts und wieder nach links. Nach rechts. Noch eins. Und in die Mitte kommen und ein Ja. Kopf machen, Kopf auch Nacken mit den Zähnen aufeinander. Brustbein berührt sich. Und der Kopf wieder still. Entweder da bleiben, wenn es zu viel ist, gehst du einfach runter. Die, die mitkommen, in eine schöne Rückbeuge, die Arme strecken sich. Ich habe aber die Schultern nicht da oben, sondern ich drücke sie runter. Atme fließend. Gut spüre, ob der Rücken das noch vertragen. Innen, die Fersen sind zusammen. Du kannst auch Mula Bandha machen in diesem Asana innen. Das schützt dir noch mehr den unteren Rücken. Das heisst, den Beckenboden aufziehen innerlich. Kommen wir da wieder runter und drehen uns gerade auf die linke Seite. Du musst gerade einen Moment da zwischenatmen. Kopf liegt auf dem linken Arm, Seite lang. Gut, dann stützen wir den Kopf auf. Und dann gehen wir da jetzt mit dem rechten Bein rauf und wieder runter. Und wieder rauf. Gestreckt. Wieder runter. Wenn wir das nächste Mal hier oben sind, wie gesagt, entweder lässt du es einfach so gestreckt oben, du fassest den Oberschenkel, ziehst zu dir oder du fassest eben den grossen Zehen und ziehst das Bein zu dir, so gut es geht.
ist auch eine Gleichgewichtsübung, wenn du so wegkippst, ist das nicht komisch, sondern ja, dann achtsam lösen, das Bein abbringen und jetzt das Bein, das rechte, vorne den Fuß abstellen, auf die Höhe Oberschenkel neu, auf den linken Unterarm kommen, jetzt das Gesäß heben und den rechten Arm verstrecken und hier schön fließend atmen. Muskulatur, die wir sehr selten brauchen. Und gute Kraft hineinschnaufen. Und ausatmen. Lösen mich mit nochmal auf den Bauch. Und hier zwischen atmen. Und dann gehen wir hier jetzt schön mal in die Öffnung rein, indem wir beide Füße hinten fassen. Und hier den schönen Bogen reinkommen. Du kannst mal zuerst das Kini auf die Matte legen und einfach nur schon, wenn du die Füße fassest, die Schultern mal so auftun, aufdrücken und wieder loslassen. Schultern aufziehen. Und wieder loslassen. Das kann schon völlig lange, dass du in dem innen bleibst heute. Und die Moment öffnet sich mit in den Bogen rein und schaut, wie viel Spannung heute es braucht. Schaut, dass du das Herz aufmachst, also dass die Vorderbrustmuskulatur sich richtig öffnet. Gleichzeitig schickst du mal den Atem auch Richtung Solarplexus, dass das Agni, das innere Feuer, das auch wunderbar ist für die Abwehr, dass das schön aktiviert wird. So mehr Spannung, dass du gibst, umso strenger. Man kann auch ein bisschen Spannung nachgeben. Spür für dich das richtige Mass. Zwei Atemzüge. Ausatmen, lösen. Und dich gerade zurückstoßen. Als Kind. Entweder machst du dich ganz klein alles zusammen mit dich neu auf den Beinen. Oder du öffnest die Beine ein bisschen und gehst mit dem Bauch zwischen. Stirn ist auf der Matte, Hand vorne oder hinten. Und du tauchst in den Raum zwischen deinen Augenbrauen, Chittakash, Raum vom Bewusstsein und der Weite. Der Bauch wird weich.
langsam hochkommen, in den Fersen sitzt, hier nochmal ganz lang anbauen, bleiben geschlossen, Schultern lösen, Bauch ganz weich werden jetzt. In den Fersen sitzt gar nicht bequem, ist einfach auf die Seite sitzen. Mit von hier in Vierfußstand, du deine Finger spreizen. Gut. Spüren. Wir gehen mit den rechten Armen auf, öffnen die Seite. Bleib in dem Moment in der Seite, öffne gespreizte Finger. Ausatmen, unten durch. Kopf ablecken. Kopf ablecken. Und jetzt mit der mit dem linken Arm führen wandern, mit der Hand, mit der Fingerspitze führen wandern. Und da drin in der Länge spüren. Jetzt kannst du noch probieren, das rechte Bein hinten auszustrecken, also mit dem linken Arm gestreckt, das rechte Bein gestreckt. Und den rechten Arm quer drüber hineingelegt. Du den Bauch auf dem linken Oberschenkel spüren, schnüffeln. Das rechte Bein wieder zurückholen. Den linken Arm zurückholen. Die rechte Seite öffnen. Moment oben bleiben, der Öffnung. Lang ziehen. Ausatmen, runterkommen. Jetzt fassen wir dran mit der rechten Hand den linken Fuß quer hin über den Rücken. Blick gegen vorne und wir öffnen uns hier. So wie vorhin im Bogen. Einfach über das Kreuz mit der rechten Hand und dem linken. Das Thema hast du mit dem Knäuel, du hast einfach eine Decke unter das Knäuel. Ausatmen, lösen. Vierfußstand zwischenatmen. Linker Arm geht jetzt auf, die Seitenflanke öffnen. Moment halten. Ausatmen. Unten durch. Kopf ablegen. Rechte Arm, rechte Hand wandert so weit wie möglich führen, dass wir die rechte Schulter ziehen. Ich habe eine Dehnung im Nacken. Wenn du wohl bist, kannst du das rechte Bein noch strecken. Muss aber nicht sein. Das linke Bein, sorry. Linke Bein zurückholen. Rechte Arm zurückholen. Und die linke Seite wieder öffnen. Moment halten hier oben. Ausatmen. Und jetzt fassen wir gerade mit der linken Hand. Der rechte Fuß öffnet.
Und ausatmen. Lösen. Fersensitz kommen. Ganz entspannen, den Bauch gehen. Gesicht gehen. Die Atmung ankommen. Du darfst wieder ankommen bei dir. In dem Moment. Schultern lösen. Gut, wir gehen von hier miteinander sitzen. Und ich habe die Füße vorne zusammen. Und ich strecke die Füße. Ich habe die Hände etwas weiter hin als die Schultern. Also die Schultern, die Finger gespreizt. Und jetzt stehen wir hier. Hier ein hinten schauen und die Brust öffnen. Atmet hier in die Brust rein. Und dann atmen wir durch den Bauch aus und dann den Bauch ganz leeren, dass ihr wirklich merkt, ich atme tief in die Brust ein. Ausatmen, der Bauch wird ganz leer und ich habe die Brust immer offen. Ihr könnt auch mit der Ujjayi-Atmung arbeiten, bei der Ausatmung über den Kehlkopf. Nach dem Ausatmen einen Moment innehalten, um wieder den nächsten Atemzug zu nehmen. Und lösen. Jetzt könnt ihr den Gurt, die einen Gurt haben, den Gurt zu euch nehmen, die keinen haben, halb so schlimm. Ihr könnt das linke Bein strecken und das rechte Bein anwinkeln, möglichst schnell an den Damm hernehmen. Ich habe das linke gestreckte Bein am Fuss geflext. So. Und tu mich mal hier aufziehen. Du musst hier heben. Am Unterschenkel und tue die Schulter runter und mich hier aufziehen. Nur schon das ist eine wunderbare Bewegung, die Kraft kommt. Die kann ich auch mal loslassen und bleibe nur mal in dem Stocksitz inne, ohne Hände, aber ich bin aus meiner eigenen Kraft in dieser aufrechten Position. Dann wieder lösen und den Unterrücken bekommen. Gut. Was wir jetzt machen, wir nehmen hier den Gurt über den Fuß und wir können uns eben genau so aufrichten. Mit dem geraden Rücken. Und ich ziehe mich mit dem geraden Rücken da vorne. Die gut mit dem geraden Rücken zu dem Fuß führen kann, wir können sich auch hier heben. Wir haben den Blick, den Kopf ändern im Nacken. Das Ziel ist vom geraden Rücken. Und jetzt merkt ihr, ihr habt eigentlich auch schön Platz im Bauch. Das heisst, wir können jetzt hier mit dem Bauch schaffen, atmen tief ein und ausatmen, den Bauch richtig leeren und wenn du geleert hast, noch ein bisschen gegen ihn drücken. Einatmen, aus, wenn ganz leer ist, den Bauch wie noch ein bisschen gegen oben ziehen und dann den nächsten Atemzug. So ein bisschen Uddiyana Bandha als Feins. Einatmen. Der Bauch ist leer. Wenn er leer ist, der Bauch ein bisschen. Und aufziehen. Und
merkt ihr vielleicht, es gibt auch Kraft in der Aktion im unteren Rücken. Zweimal. Dann vorne loslassen und gestreckt zurückkommen. Lang werden, aufziehen, ein bisschen Drückbeuge. Führen kommen und lösen. Ganz locker. Moment. Die Kutscherhaltung. Wirklich gegen Führen, Augen schließen. Wahrnehmen. Gut, dann richten wir uns die andere Seite ein, das linke Bein ist angewinkelt, gut einrichten. Zuerst, bevor wir überhaupt mit dem Gurt arbeiten, man kann ja den schon parat legen. Oder die, die keinen Gurt haben, können euch einfach hier den Hosen heben. Das funktioniert auch gut. So. Dann wir uns mal aufrichten und wir heben uns am Unterschenkel. Schultern zurückbringen. Wenn du in dieser Position nachher bist, lass die Hände mal los und versuchst einen Augenblick in dieser Kraft zu bleiben. Und lösen. Dann kannst du Gurt wieder nehmen oder eben du fassest vorne oder nimmst da deine Hose. Je nachdem wichtig ist, wir haben gerade Rücken. Wir wollen nicht ein Buckel haben. Das ist nicht die Idee von der Rübe. Also wir haben gerade Rücken an, Blick. Wir führen ihn ein bisschen hoch. Und Atem ist wichtig. Tief ein, aus. Im Aus hast du sogar den Bauch noch ein bisschen rein aufziehen. Und im nächsten Atemzug reingehen. Zweimal und lösen. Wechselt gerade nochmal die Seite. Das linke Bein strecken, das rechte anwinkeln. Wir nehmen hier mal die gleiche Position ein. Und das Mal bleiben wir in dem geraden Rücken, aber wir klappen den Kopf runterklappen. Wir machen hier so das zweite Band dazu, so die Anabanda ist das mit dem Bauch, das wir gemacht haben. Und gleichzeitig machen wir jetzt die Chalandarabanda, wir machen hier oben auch zu. Beim Nacken versuche ich die Energie hier im Herzraum innen zu behalten, die Atmenergie. Du kannst einatmen, dann das kleine Brustbein, ausatmen, einen Moment halten. Einatmen, den Blick nach vorne. Ausatmen. Kopf, Nacken senken. Uddiyana Bandha im Bauch. Chalandara Bandha mit dem Hals, Kinn, Brustbein. Einatmung, öffnet dich. Die Ausatmung. Schließt die beiden Bandha. Noch zweimal. Und lösen. Wechselt gerade die Seite das Mal. Das linke Bein anwinkeln. Das rechte strecken. Gerade einrichten. Hände also wieder in aufrechte Haltung.
trotzdem gehst du in die Krippe. Ja, tief ein. Aus. Bauch gegen innen. Kleine Brustbein. Im Moment halte den Atem leer. Öffne. Und ja. Noch einmal. Und dann ganz lösen. Ganz langsam. Wir kommen nochmal in den Fersensitz. Nehmen wahr. Abschließen, Bauch lagern, Schulter lösen. Die pulsierende Kraft. Ich bin pulsierende Kraft. Verneigen wir uns. Gehen von da in den Hund. So wie es dir gerade wohl ist. Trebeln, offene Füße, geschlossene Füße. Und stehen in eine Statik rein. Und das Geniessen. Übers Kreuz gegen aufstreben. Weite Schultern, gelöste Nacken. Und dann laufen wir von der Pumpe zwischen die Hände führen, die den Rücken etwas schonen, möchte die Knie und den Bauch auf den Oberschenkel, die anderen den Fetal anhängen, Hand-Fuss-Position. Schnur für die Schulterblätter rein. Tief ein und halten und dann langsam aus. Und wieder unter den Rücken. Kommen wir rauf in Tadasana, Berghaltung, du musst die Schulter noch einmal zurückbringen, die Füße sind zusammen, das Gesicht ist gelöst, die Augen geschlossen. Meine Standfestigkeit.
merke, dass die Bergkraft mich laden lässt. Warte. Aber es ist ein Präsent, sie in dem Warten innen. Ich nehme mich wahr, ich nehme den Boden unter meinen Füßen wahr. Ich nehme meinen Atem wahr. Und die Augen sanft öffnen. Und wir gehen zusammen von da noch in eine gespreizte Position hinein. Man kann da die Hüfte legen, kurz zeigen. Jetzt, wenn du mit dem Rücken wohl bist und da gut am Boden kommst, ist das super. Und wenn das zu viel Druck ist für dich, kannst du das Füße nehmen oder irgendetwas unterlegen, damit du hier höher bist. Wir werden zusammen hier in der rechten Hand mal runterkommen, links rauf. Und dann werden wir es gerade schwingen auf die andere Seite. Immer so in die Position hinein, ganz öffnen, Moment heben und wieder auf die andere Seite. Der Kopf geht mit, auf, wenn es geht, vom Nacken her. Es kommt immer wieder eine Hand am Boden, der andere Arm öffnet sich gegen oben in der Spreizung von den Beinen, das Geniessen. Die Wirbelsäule da nochmal in Bewegung bringen. Wenn du erstmal links aufgehört hast, musst du einfach alles hängen. Schau, dass du das Knie nicht übergestreckt hast. Vielleicht kannst du ein bisschen Knie und das einfach Kopf und Schultern alles lassen gehen. Dann wandern wir zum rechten Fuß über, der öffnet sich ein bisschen. Das linke Bein hinten bleibt gestreckt und ich gehe einfach so auf die Seite runter, auf der Innenseite mit dem rechten Oberbein vom linken Oberschenkel. Suche da Dehnung hier die Innenseite von den Beinen zu spüren. Kopf kannst du ganz lösen. Jetzt geben wir ein bisschen Kraft. Vielleicht musst du das Bein ein bisschen zurücknehmen. Stütze uns auf dem abgewinkelten rechten Bein ab. Mit dem rechten Ellenbogen. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen unsere Schultern schwingen. Und du kannst hier Kapala Vatia drinnen. Seite wechseln. Gut. Wandern wir unten durch. Dreht den rechten Fuß wieder quer. Jetzt öffnen wir den linken Fuß und kommen zuerst in die Dehnung hinein. Das rechte Bein ist gestreckt, so gut es geht. Das linke ist angewinkelt, auf der Innenseite mit beiden Händen. Ich stütze mich wirklich so auf beide Hände und gebe die Vor- und Nachher für die Dehnung. Gut, ich warne. Und dann komme ich mit dem linken
Unterarm aufs rechte Oberschenkel. Und du da jetzt den rechten Arm richtig schwingen. Hier drin. Und dann die Migrantbretsch in die Tiefe ziehen. Seite wechseln. Cool. Wieder runter. Gehen nochmal ganz lösen. Gespreizt die Beine, Füße gegen die Tür gerichtet. Vielleicht mag schnell die Ferse oder die Unterschenkel heben, um dich noch ein bisschen herzudehnen. Aber wirklich nur, wenn die Unterrücken gesund ist, sich wohlfühlt. Die Hände aufstellen. Wirklich die Fingerspitze aufstellen. Dann die Füße gegen rotieren. Die ganze runde Rücken. Machen, die Füße zusammenbringen und langsam Wirbel für Wirbel ganz runde Rücken aufkommen, Schultern zurückkugeln, Füße lösen, Arme lösen, Augen schließen, ganz entspannt Tadasana einnehmen. Vielleicht machst du ein Geräusch. Gut, und wir kommen von da runter, Matte. Halten da nochmal an, in Sitzen. Und holen nochmal die Füße, Zusammenfuss, Sohle berühren sich. Je nachdem, die Hände im Rist oder verschränkt über die Füße und dann uns nochmal richtig aufrichten, dass wir einen geraden Nacken bekommen. Jetzt kann man sich so ein bisschen, könnte ich da so ein bisschen einnaschen, wirklich den Körper bewegen, als ob ihr da würdet wollen, die Beine wachsen und dann mal stillstand. Dann kann man da nur die Schmetterlingsflügel von den Beinen einfach bewegen. Zum Stillstand kommen. Jetzt kann man die Unterschenkel, die Ellenbogen, so ein bisschen, wenn man will, kann man die Oberschenkel abdrücken und gleichzeitig kann man hier die Füße so ein bisschen öffnen, indem sich die Füße fassen und öffnen. Und auch wieder schauen, dass ich den Blick gegen die Füße habe, dass ich einigermaßen gerade. Geöffnet. Wir fassen die beiden grossen Zehen und spielen da nochmal ein bisschen mit den beiden Luft. Das ist gleichzeitig noch ein bisschen Gleichgewichtsübung, so wie es dir gerade tut. Ich kann auch beide Beine noch spreizen. Oder einfach ein bisschen gleich, so wie es gerade tut. Dann umarmen wir die Füße in die Luft, umarmen wir uns wie ein Päckchen. Gerade Rücken.
Schließe die Augen und spüre die Atmung im Bauch unten. Spüre die Kraft, die in uns innen wohnt. Wo wird zum Ausdruck kommen? Ja, und dann nehmen wir die Kraft runter, auf den Rücken, in Shavasana. Hast du jetzt noch irgendeine Bewegung brauchst, die dir gut tut, mach das noch. Und kannst du dich einrichten für Schluss, Entspannung. Dass du warm ist, schaust, dass du nicht auskühlst, dass du wohl bist. Und du hast gemerkt, wir waren heute viel am Boden. Also ich bin heute durch Bahnhöfe gelaufen und habe gemerkt, es war ein wieder auf den Zappeln draußen. Wo wieder alle losrennen, einfach schön gemütlich den Boden spüren unter uns und wirklich spüren, was für ein Rhythmus in uns innen wohnt. Und in diesem Rhythmus jetzt von dieser Sammlung gehen wir rein. Shavasana lässt dazu ein, den Körper in den natürlichen Rhythmus von der Entspannung zu bringen. Lass es einfach zu. Such dich nicht dazu, du darfst laufen. Ganz lösen, dich tragen von der Mutter Erde. Und wissen, dass du nicht anders bist als Erde. Dein Körper Erde ist. Und pulsiert mit der Erde. Und genauso dürfen wir das Prana, den Atem, das Wesen vom Atem, seinem eigenen Rhythmus überlassen. Im Einklang mit dem Körper. Und eben im Einklang mit dem grossen Atem von dieser Erde. Einfach legal. Und auch er geht in den natürlichen Rhythmus von der Entspannung. Von Atemzug zu Atemzug. Darfst du übergeben. Du bist genährt, getreut, belebt. Und in all dem innen darfst du im Moment einfach sein. Niemand müssen sein. Niemand wollen sein. Du bist. Du darfst einfach nur sein.
Warme, fein und liebevoll der Atem im Bauchraum berührt. Nicht manipulieren, einfach nur warnen. Ich sehe gerade da aussen, dass der gleiche Atem, der Wind, ganz liebevoll den Asch mit ganz frischen Blättern berührt. Das ist die gleiche Kraft. Und jetzt nimm den Atem an der Hand und vertief ihn in den Bauchraum. Weck den Bauchraum, bring ihn in deinen Herzraum. Öffne, weck dich, in dein Gesicht hineinschnaufen. Und langsam auf bewegen, strecken und vielleicht ein bisschen dehnen, so wie es dir gut tut. So, wieder in den Körper kommen.
in die Wachheit kommen vom Moment. Und dann drehe ich noch einen Augenblick auf die rechte Seite, um nochmal anzukommen. Bei dir. Dann treffen wir uns alle zusammen wieder im Sitzen. Für dich nochmal eine aufrechte, würdige Haltung einnehmen. Nehmen die Hände im Anjali Mudra aktiv mit Druck aufeinander vor unser Herzzentrum, schließen die Augen einen Augenblick. Wir gehen einmal in die Atmung rein vom Anfang. Wir atmen Erde, die Energie von der Erde ein, über die ganze Wirbelsäule, auf in den Kosmos. Und atmen den Kosmos über uns rein, die Wirbelsäule wieder. Zu der Erde, verbindet Himmel und Erde. Und mit drinnen bin ich ganz stabil, ganz präsent und es geschieht einfach. Atemzug. Und Atemzug. Ja, und ich bedanke mich bei euch für das gemeinsame Yoga. Danke vielmals und ich wünsche euch eine Woche in eurem natürlichen Rhythmus. Macht's gut und hallo. Dankeschön, super. Guten Abend zusammen. Tschüss. Wir sind da. Danke fürs Teilen. Schön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Ronald, schön warst du da wieder mal. And as usual, Sandeep. Ich ziehe es gleich einmal durch. Schön. Ich muss schnell zurück.